Hallo und willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 3. Wir machen jetzt die Entscheidungsschlacht auf dem coolen Marinefort. Ich weiß nicht genau, warum die Mobby Fett als Vorschaubild da genommen haben. Aber okay, ich möchte aber noch vorher was zeigen. Und zwar habe ich mir dieses Add-on geholt, oder dieses DLC in Anführungszeichen, dem Spiel hier eben. Da gibt es jetzt ein Story-DLC und dabei waren Kostüme dabei, die relativ cool waren. Ich zeige euch die jetzt mal kurz alle. Also, wir haben einmal, ich habe auch die ganzen Kostüme jetzt hier gekauft, weil ich so viel Geld hatte. Ines Lobby, da ist nur die Hose eigentlich anders. Thriller Bark, da ist das Orange. Das ist mein Lieblingsding von Ruffy, das Blaue. Das finde ich ganz schön. Impel Down habe ich auch gekauft, das habt ihr eigentlich auch schon gesehen. Und dabei war dieses Teil hier, Dial vor allem. Dieses Samurai-Teil finde ich jetzt nicht unbedingt so toll. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie ein bisschen bescheuert aus. Aber naja, die einzigen Kostüme, die mir wirklich gefallen sind, auch die für die Frauen. Outfit ändern. Hier haben wir ja. Okay, auch einmal hier. Das stimmt, das ist das andere. Das habe ich freigeschaltet. Auch ein Kimono mit irgendwie komischer Augenschminke anscheinend. Dian, Lissab. Tatsächlich die Nami und so als letztes. War das wirklich die meiste? Der Augenkimono sieht aber saubescheuert aus. Ich weiß nicht, also. Die hätten da eventuell anders reinpacken sollen. Sanji hat, glaube ich, noch nur eine Sache, genau aus dem Kimono. Bei dem sieht er ganz cool aus eigentlich noch. Gechillt so ein bisschen, so yo, mit so einer krassen Pfeife hinten drin. Chopper sieht süß aus, bei dem habe ich das Outfit sogar, glaube ich, so gelassen, genau. Das sieht richtig süß aus. Da! Der hat sogar so ein Zuckerwatten-Ding am Arsch hängen. Falls er Zuckerwatte ist, ich habe keine Ahnung. Frankie hat, glaube ich, nix und Brooke hat auch nix. Wäre ein bisschen schade finde, aber naja. Dann Nico Robin, die hat ganz viele Outfits, also die... Oh. Ich glaube, ich weiß, warum man das machen kann. Chopper kann nur hier mal ein Kart sein. Ja, klar. Stimmt, ich kann die hier noch gar nicht haben, die Outfits, weil ich habe ja noch die neue Welt freigeschaltet. Also wir haben einmal hier die beiden, das habt ihr schon gesehen. Dann neue Welt, das bekommen wir auch noch. Ich weiß nicht, warum man das jetzt hier schon auswählen kann. Anscheinend ist das dann einfach dabei. Also, ja. Auf jeden Fall kann ich die dann schon mal auswählen bei dem freien Modus. Dann haben wir so Samurai Warriors und Dynasty Warriors Outfits. Das hat mich ein bisschen an Tekken erinnert. Also sieht ganz schön krass aus. Die sieht schon gar nicht mehr aus wie Nico Robin. Dann hier noch so ein Ding. Also, ja, ne? Schöner Logo auf dem Arsch. Und ein Dressrosa-Teil, weil ich irgendwie gern mag. Das ist mit eines meiner Lieblingsoutfits von Nico Robin. Ich finde das cool. Gefallen hat mir auch der Pulli, den die da anhatte dabei. Wie heißt das? Heißt das nochmal? Einfach mal hier. In Strong World, genau. Also die hat ein Hochzeitskleid, was dabei war. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was wir noch benutzen können, denn ab der neuen Welt können wir die mehr nutzen. Ich habe übrigens auch schon mit Nami in der neuen Welt dann ein bisschen gespielt und finde ihre Attacken saucool. Die sind noch besser als die, die halt jetzt hat. Also in der Story, wo ich gerade bin. Deswegen freue ich mich, wenn wir in die neue Welt gehen. Dann hier einmal so ein Samurai Warriors Teil Moichi. Dynasty Warriors, das sieht auch ganz cool aus. Also die von Nami finde ich eigentlich ganz gut. Und der Dressrosa-Teil, was ein bisschen knapp ist. Und da ist mir aufgefallen, ich habe mich die ganze Zeit gedacht, die hat doch wieder ihren alten Klimataktor, aber das ist gar nicht der alte, nur die hat jetzt einen anderen Klimataktor wieder ohne diese Bälle dran. Was ich auch eigentlich ein bisschen cooler finde. Ja, aber genug. Ich spiele jetzt weiter und mache die Entscheidungsschlacht. Die wir auch nur mit Ruffy machen können. Fjoll und Outfit kann ich noch was ändern. Super. Ich habe ganz viele Münzen verwendet. So als Info. Ich habe zum Beispiel hier unten das fast voll. Bei Nami habe ich richtig viel voll. Dafür brauchen wir dann auch dieses Zeichen, ist mir aufgefallen. Und ja, ich freue mich hier drauf, denn wenn wir das hier machen, können wir endlich unter das vollständigen. So, jetzt aber genug gelabert, spielen wir endlich mal. Schon 4 Minuten da irgendwie rumgelabert. Perona hat auch neue Outfits. Beziehungsweise die hat auch nur so Samurai-Warrior-Dings da irgendwas. Und dann noch ihr Thriller Bark-Outfit. Und Shanks hat neue Outfits bekommen. Boa Hancock auch. Die hat ein Outfit. Da habe ich mir gedacht, okay. Habt ihr diesen Film gesehen, den 2D 3Y, also diesen neuen One Piece von Praxis, den neuesten, wo Boa da ja gegen so eine Oma kämpft, kriegt ihr so eine Art Säure ab und dann ätzt er ihre halbe Kleidung weg. Und das gibt es als Outfit. Habe ich mir auch gedacht, ja geil. Kann man ja mal machen. So, ja, Marineford, also Ace wurde entführt und ich überspringe einfach alles. Und ja, Ruffy geht jetzt dahin, um ihn zu retten. Da kommt die krasse Moby Dick aus dem Wasser gedonnert. Moby
Das ist schon so ein heftiges Schiff. Auch wenn die da gerade kleiner aussieht, als sie ist. Das ist Sengoku. Alter, ist okay. Der hat eine heftige Stimme. Das Schiff sieht viel kleiner aus, als es ist. Warte mal, haben die mehrere? Jetzt bin ich verwirrt. War das so richtig fett, oder nicht? Ach, keine Ahnung, ey. Da ist Whitebeard. Der Edward. Alter, hat er eine Behindertlache. Aha, so heißt also Vater. Ah. Ich wollte schon sagen. Heißt also Vater auf Japanisch? Irgendwie ist ein bisschen creepy. Das billige Geräusch. Die haben mehrere Schiffe davon, kann sein, wusste ich gar nicht. Ja, ist okay. Ja, das ist aber nett. Aokiji, Wakazonga. Stimmt, ich kam ja vom Himmel, ne? Wieso eigentlich nochmal? Warte mal. Ach so, der Ivankov hat die ja, glaube ich, dahin geschossen, ne? Mit seinem Winkel, oder? Und jetzt ist mir aufgefallen, hier war das, wo Crocodile auf irgendwen zugerannt ist und den umbringen wollte. Ach, der wollte Whitebeard umbringen. Ah. Tritt der den vollen Fresse. Er rafft wieder gar nichts. Stell mal vor, diesen Stroh, den gab er einfach irgendwo in irgendeinem Laden zu kaufen, so 100 Stück davon. Ja, also ganz gut. Was hat der überhaupt für ein 1, 2, 3, 4, 8 Pack oder irgendwie sowas? Kann man ja mal haben, ne? So, Namaikina. Asih Pariatra, Chochinezo, Hanatari. Oreva, Oreno Yaritayonia. Raffi denkt nur, ich mach das, was ich will. Okay, das scheint nicht so ein großes Schlachtfeld zu sein, aber das habe ich auch eigentlich nicht erwartet. Windows Vista gibt es in dem Spiel hier, krass. Und Marco, cool. Okay. Ich will mal sehen, wie der kämpft. Das sieht bestimmt sau cool aus. Kampfverbreitungen, Fähigkeiten auswählen. Wir können was Neues auswählen. Denn ich habe mit Ruffy 5 Fähigkeitsslots freigeschaltet. Weisheit des Kriegers, Ölschaden, Spezialangriffe. Die Leiste für Spezialangriffe fühlt sich einfacher. Ich glaube, ich mache so ein dreifaches Teil, wo das 3 Punkte kostet, gibt es gar nicht, ne? Natürliche Stärke. Fleisch für Stärke, schnelles Aufladen. Kraft der Wesenswahrnehmung. Was tun wir denn noch? Mal gucken. Piratenallianz. Holen wir einfach noch hier das Körper des Helden noch dazu. So, komm. Das ist okay. Und wir machen Kampfbeginn. Ich glaube, ich bin mit Nami, das die höchste Level bei mir hat. Die ist, glaube ich, 233. Hey. Au. Und hier Gum Gum Rocketto einsetzen. Und dann der okay. Wo ist denn dieser Schrakko von eben? Ah, da. Ich treffe den einfach nicht. Als ob der da auf seinem. Als ob der da rumfährt, wie gut ist das denn? Oh, Whitebeard ist gerade mein befreundeter Kollege. Das ist heftig. So, gehen wir mal hier in die Scheiße ein.
Irgendwer ist hier. Ich weiß nicht, wo. Aua, da dreht er. Ah, Tashkio. Tashkio. Wie buggy aussieht, cool. Hat der eigentlich die Klamotten herbekommen, Alter? Level up. Level up. Oh, Tashkio, das vollkommen aus. Oh shit. Mein Leben. Der kommt da hinten an, da kommt irgendwas Großes. Aua. Ist hier okay. Das ist Marine von der ganzen. Ach, das leckt gerade, deswegen ist das so. Wo ich langsam. Ja, was ist das? Ah! Man kann Gum-Gum super angucken. Ich verlaufe Gum-Gum super angucken. Komm, ey. Vielleicht matche ich den direkt mit kaputt. Wie ich treffe die jetzt nicht. Ich weiß noch, warum ich gerade die ganze Zeit nur so 40, 45 FPS. Anstatt 60. Das ist komisch. Ich glaube, hier sind zu viele Leute. Also. Oh, besiegt geil. Die Attacke ist richtig stark. Oh, die ist noch nicht scheiße. Ich muss aussehen. Dafür bin ich danach auch richtig im Arsch. Ah! Wie süß der einfach aus. Guck ich da an. Ja gut, dass die uns angreifen. Warum habe ich ganz so wenig FPS? Warum ist er irgendwie am Fliehen? Nee, bitte auf und nicht. Guten Freund, danke. Alter, das ist nervig. Warum ist das? Ist doch gar nicht so viel los. Also, ich meine, waren schon mal mehr Gegner auf einer Stelle. Obwohl, die sind richtig viele Gegner insgesamt. Also, das heißt Gegner. Die sind richtig viele Leute insgesamt. Ich glaube, das ist jetzt scheiße auf dem Lane. Scheiße, kann ich meine Switch einsetzen? Aua. Ich leuchte im Dunkeln. Warum? Jetzt ist der Turm eingenommen. Münzen halten. Oh, da kommt schon wieder ein Spacko. Ich glaube, jetzt hat aufgehört zu lenken, hat er. Nee, doch nicht. Oh, mich, die ganze Zeit nur so Switch-FPS. Na, egal. Wird schon irgendwann weggehen. Man merkt das immer richtig hart, wenn ich angreife. So, da ist aber noch irgendwo einer. Nämlich da. Ah. Oh. Ach, Buggy. So einen krassen weißen Klamotten, voll der OP-Typ. Okay. Ey! Was ist denn der? Die ganze überlegen, was ich eigentlich hier nach Let's Playen soll. Weil momentan, so habe ich schon erwähnt, kriege ich halt auf gar keinen Fall hin, mehr als ein Video am Tag hochzuladen. Was eben dieses Video ist, weil erstens, ich krieg halt nur allerhöchstens ein Video am Tag aufgenommen. Und allerhöchstens mal ein heißt. Dass ich manchmal sogar nicht hinkriege, ein Video am Tag aufzunehmen. Ich darf mir mal lohnen, würde es keine Zeit, aber wie gesagt, ich muss halt eine Stunde ungefähr aufnehmen. 10 Stunden rendern oder so, oder 8, keine Ahnung. Und ja. Das ist dann ein bisschen zeitlich problematisch, deswegen kann ich leider momentan nur ein Video am Tag hochfahren, aber ich denke, das ist so ultra schlimm, oder? Ich würde aber eigentlich gerne mal wieder mehr machen, aber ich denke, da kann ich auch erst wieder, wenn man dies, also hier Projekt vorbei ist, weil. Kommen ja wieder Videos, die nur gleich 15 Minuten am Tag sind oder so. Oder pro Partner am Tag. Und das geht dann auch. Marco will ich mal nehmen. Warum haben die schon so viel Leben verloren? Wenn Basiskommander kaputt haut, dann sind die anderen auch alle bockig und sterben. Seht ihr? Voll die tolle Idee von meiner Strategie. Keine Ahnung, ich bin kein Deutsch. So, gehen wir mal hier hoch. Hier ist was eingefroren. Leckt übrigens immer noch. Ja, ich bin die ganze Zeit so zwischen 45 und 50 FPS, das ist richtig komisch. Als ob man hier auf das Schiff kann. Wie ist das denn? So, wo ist hier ein Gegner? Da. Oh, Smoker, der olle Spacko. Hau ich jetzt sowas von kaputt. Alter! What the fuck? Schnauze. Okay, getan. Vor allem Smoker ist so kacke, weil er seine scheiß Lugia-Special-Scheiße hat und deswegen unberühmt wird. Echt nervig. Ah, ist ein dummer Stab, wir wissen. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt mache, sondern eigentlich sollte man erst am Ende machen, wie gesagt, denn danach immer klein, das ist voll kacke, egal. Ja, aber macht gut Schaden. Oh, wisst ihr? Ich hör auf, den aus dem Feld zu hauen. Leute, ich kann mich nicht gefehlt, ne? Smoker gar mit da rum, ich kann mich dann mit den Leuten hier erstmal verstecken. Lalalalalal. Ey! Kann man noch angreifen, ja? Das ist gut, wenn der ist aber echt nervig. Ist er einfach mit dem Mocker zu kämpfen? Ich möchte das da. Jackson, genau, was ich brauche.
Au, au, au. Irgendwie ist der viel kleiner als der eigentlich sein müsste, Alter. Oder? Der kam mir immer so fett vor, so groß vor. Irgendwie ist der so klein. Und der sieht irgendwie überhaupt nicht lila aus. Der hat die schwarze Klamotten an. Ja gut, vielleicht hat er auch andere Klamotten allgemein gerade an. So, im Spiel haben wir eh viele Leute an. Oh, Smoker. Freck. Ja, das ist ja cool und so, aber... Freck. Warum macht das so? Boah. Ja. Was ist denn da los? Mann, ist der nervig. Muss jetzt leider schlagen. Mann, ich will die ganze Zeit Special einsetzen, aber ich habe irgendwie Angst, dass ich den treffe. So, jetzt aber. Digga, weiche ich jetzt hier wieder aus. Ich wollte einen Tropfen. Wen muss ich denn hier am Ende besiegen? Mit einem Kizuna Rush Angriff. Oh, steht noch nicht da. Mihawk Münzen bekommen wir, okay. Oh, er ist irgendwie doch besiegt. Aber ich glaube, ich habe den besiegt, deswegen habe ich keine Münzen bekommen. Geil. Super, danke, Mister. Christina, ja, steht sogar da unten. Ey, toll. Das ist echt kacke, weil man kriegt dann halt die Münzen von denen nicht. Das ist voll bitter. Holy shit, ist ja cool. Seine Frucht sieht schon cool aus, man kann da so coole Designs von dem bezeichnen. Ich mach nur mehr Spares hier. Von dem brauche ich auch nicht. Stimmt, die ganzen 7 Samurai sind ja hier, ne? Was hat eigentlich nochmal Moria hier gemacht? Der war auch hier, aber der hat irgendwie auch nichts gemacht, kann das sein. Der ist auch irgendwie von irgendwo angegriffen, war dann instant besiegt. Oder irgendwie sowas. Oh shit, das kommt wirklich kacke aus. Ja, da trifft paar. Einfach hier uns. So. Ich finde ja cool, wenn Ruffy so eine Art. Wie diese Gum-Gum-Rakete nur halt auf die Insel machen könnte, dass man so praktisch boah, auf den Gegner zufetzt. Das wäre geil. Marinekommandant, der irgendwie ausstellt, soll der aus der Hupe ausgebrochen. Tsunagakure. Was sagt das jetzt? Ja, doch, guck mal, wie fett ist, ganz schön fett. Falkenauge! Okay. Ah, ja. Okay. Diamond Jose! Ikinari King wa torene daro yoi. Are wa ichiban daitaichou. Das ist sau auf bei One Piece, dass da so im Hintergrund so dumme, schwache, random Leute stehen, die dann immer so sagen: Oh mein Gott, es ist der und der, ich fangirl voll. Das ist sau oft so. Okay, wie lustig. Aber gut, man muss ja irgendwie erklären. Ne? Das ist der Gegner, einer. Ich glaube, Joe ist der einzige Mensch auf der Welt, der den scheiß Piep von Mihawk abwehren kann, kann sein. So dumm, hier, Mann. Das ist doch noch härter als Diamant. Vielleicht gibt es auch eine, das ist härter als Diamant. Keine Ahnung. Kenn ich nicht mehr aus, aber es gibt bestimmt Sachen, oder? Die sind härter als Diamant. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich muss ein bisschen vor, um den Heat Angriff zu verteidigen. Muss ich ihm irgendwie helfen oder so? Wo ist der eigentlich? Ach, da unten. Ah, ich kann Lust, dem zu helfen. Blockiert. Ah, oh, das ist klar. Also, ich muss dem jetzt helfen. Oh, ne, Akainu, ich hasse den Spaß. Mag den überhaupt nicht. Bin richtig kacke. Und ich glaube, ich mag den nur nicht, weil der so dumm aussieht. Sein Kopf ist irgendwie so groß in der Erde. Sein Körper ist so fett wie keine Ahnung. So, jetzt ist eingenommen. Dann gehe ich mal da runter. Okay, noch nicht viel Zeit. Aber ich hole mir die Kiste damit. Marco kann einen heilen. Cool. Finde ich gut. So, Jojo, du bist hier. Du bist hier kaputt raus, ja. Und was bist du? Ich hab gleich wieder ausgewichen, weil ich unten an der Treppe gestanden habe, wenn ich jetzt nicht getroffen habe. Oh shit, ich muss voll schnell machen. Ist der jetzt tot? Ja. Komm schon. Wenn ich den jetzt nicht rechtzeitig schaffe zu fliegen, dann ist das, glaube ich, echt scheiße. Oder das kommt drauf an, wie weit
Da oben ist er. Oh, was habe ich denn noch gemacht? Ich habe super Special gemacht. Wir haben nicht viel. Los, Josu, lauf weiter. Lauf weiter. Wäre echt schön, wenn du jetzt mal weiterlaufen würdest. Alter. Wie fett der ist. Lass den alle in Ruhe. Hä, was machst du da? Oh. Geh weg. Was macht der da? Ja, okay, wir haben noch 10 Sekunden. Ist das Schafott nicht hier irgendwo? Nee, ich hoffe gar nicht, woher. Was ist gerade? Ein Schiff. Warte mal, da unten die dumme Basis. Ich raff gerade auch nicht. Was hier abgeht. Oh oh, jetzt setzt er seinen Special-Angriff ein. Warte mal, ist das. Ach so! Ja, warte mal, Joseph steht doch im Weg. Der kann doch abwehren, oder nicht? Oh, Joseph, du Spasti! Wie dumm bist du denn? Steht da? Genau davor, perfekt. Aber ich glaube, das Schiff ist noch gar nicht kaputt, kann sein. Oder doch. Du bist ja gar nichts. Ich reih gerade überhaupt nichts. Hat der hier drauf gezielt? Oder hat Josu das sogar abgewehrt? Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Ich renne einfach mal hoch. Und töte alle Leute, die irgendwie im Weg sind. Das ist Maria. Bewegt, besiege ich die alle. Besiege jetzt. Oh, jetzt hat der Zombie-Kommandanten gespawnt, ey. Scheiß Gaggle Maria. Frag mich. Warum, ausgerechnet Mr. ausgewählt worden ist, hier hinzukommen. Ich meine, das hätte ja auch für irgendwie anders angekommen. Warum hat der Shiroude das wohl gemacht? Gut, der hat die Fähigkeit zu schlüsseln, alles zu machen. Das war auch wichtig, ne? Aber deswegen wird das bestimmt gewesen sein. Ja, keine Ahnung. Alle tot? Alle tot? Alle tot? Alle tot? Alle tot? Verstanden. So, der muss hier hin. Und das hier abwehren. Ich glaube, der hat beim letzten Mal auch abgewehrt, weil er eine kaputt war. Oder? Ach, keine Ahnung. Vista. Komm mal. Ne, Vista. Mach mal hin, ne? Alter! What the fuck? Da fliegt der in den Himmel. Okay, jetzt hat er das abgewehrt. Super. Okay. Cool. Ja, eben war das immer für Buggy. Was machst du denn da? Mag euch auch. Oder Max? Die Scheiße ein. Oh, die Angriff kann ich auch sehen. Oh shit. Boah, ist cool. Ja, ich sollte mal öfter neue Kombinationen ausprobieren. Auf dem Vormarsch. Wir rennen dann jetzt nach hier unten hin. Okay, dann halte ich mal den Weg frei. Gut, dass ihr aus dem Himmel gefallen kommt. Kämpft doch nicht gegen einen, so einen Spacko. So, wo sind hier mehr? Da. Dumme Kommandanten. Klappt, da trifft beide. Ich denke, die kleinen Leute da sind bestimmt und schießen direkt wie sie. Oder? Ich hab keine Ahnung. Oh oh. Wie ist der Typ gerade verschwunden? Aua. Nochmal, ey. Ist der ein Tod? Ah, hier ist auf dem Kopf. Ey! Die haben so ein kleiner Spackel im Sieg. Der braucht schon so ultra lang. Wie ist das sogar dabei? Dann passt auf. Eieiei. Ich bin's einfach jetzt im Blatt hier. Machst du immer kurz den Baller alle weg in der Nähe. So, komm. Jetzt gehen wir hier durch und schaffen das ganz einfach. Hier ist ja keiner im Weg, ne? Alter, hier sind Millionen Leute auf dem Schiff, wenn das angegriffen wird, ne? Das ist nicht lustig. Dann sterben die alle. Das ist voll lustig. Wer ist denn dieser blaue Typ da? Buggy.
Ich will nichts sagen, aber was macht Vista da? Ist der dumm? Joseph, sag mal Vista zu ihm rum. So was komplett anderes. Rocket. Sollte ich jetzt einnehmen. Wie die manchmal da stehen, einfach abgehen. Leute, sieht so bescheuert aus. Stehen da mal ein Party. Yes. Wie sieht denn das? Als wäre der aus Diamanten oder als wäre der aus Spiegel? So mit so einem Spiegel, ja, obwohl die könnte ja wahrscheinlich so alles zurückspiegeln oder so. Dauert das lang, so Sachen mit dabei einzunehmen. Früher war alles einfach. Und jetzt? これと地産かのやつらも全員あんたには大白ひげが刺された。あ、死んだからその嫌な気分、どん、あ、いたしねえぞ。こんなつまんで極めちまいをしろひげ。もう海軍と話はついてんだろ。お前にとってエースは特別なんだ。だから俺たちの首と引き換えに。 エースの命を買ったんだろ。おめえ、仮にも親に刃物を突き立てるとは、とんでもねえバカ息子だ。バカな息子を、それでも愛そう。ふざけんな。お前は俺たちの命よ。エースだけが特別じゃねえ。仲良くやんな。 みんな俺の家族だぜ。俺が息子らの首を売っただと。海賊なら俺と共に来るものは命を捨ててついてこい。俺はなんてこと。海軍に騙されて。泣くことが報いることが。 What the fuck? Ich weiß nicht, ob ich sehe, wie dumm. Hat schon einen Anime, das Problem hat. Alter, ey. Das sah ein bisschen Korall aus. Hä? Ach, die waren tot. Ich hab gedacht, warum hab ich ihn. So, war da irgendwo eine Kiste da? Und noch irgendwo da. So. Alter. Kram mich, wie viel Kindergeld Whitebeard bekommt. Oh, das ist halt aufgegangen. Nee. Ja, war ich doch gerade. Alter, jetzt krieg ich zu viel. Beschützt das Kriegsschiff und bla bla. Okay, wir haben Mission. Ah, ich muss da runter. Oh, bin voll falsch. Egal, laufe ich halt geradeaus und dann nach links. Ah, J zu. Was ist hier für eine Scheiße? Kann man da rein? Ja, kann man. Warte mal, jetzt bin ich irgendwo dumm. Jetzt bin ich irgendwo dumm. Ja, wie sieht denn das für eine Marine vor? Okay. So, der Fest, Sperrfeuer, bla bla bla. Ach du Scheiße, ey. Aber von dem kann ich ja ein paar Münzen brauchen. Ich werde eigentlich nochmal gegen Whitebeard, gegen Marco gekämpft. Whitebeard, ja, ich renne einfach durch. Gegen Yemiro, gewiss schon, ne? So, warte, ich mache jetzt meinen Kizuna und erstmal mal stehen, dann die Fresse. Alter, macht viel Schaden. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das direkt nochmal machen soll oder. Nee, komm. Xa! Mit dem Burgi. Ja! Ich glaube, ich nehme erstmal die Festung ein. Mein Arm ist gerade nicht verbrüht, hast du gesehen? Okay, jetzt brauchen wir noch einen scheiß Kinder. Wo ich weiß, wer ist. Shit, da hat Schaden gemacht. Und. Er siegt. Wenigstens gilt das als. Wenn ich ihn besiege, wenn er der Hilfsmacher den besiegt. Das ist ganz schön nervig. Muss man nur voll aufpassen. Oh, hi. Whitebeard. Oh, wie geht's dir so? Du bist wieder Lieder im Deutsch, bekannt mehr. Ist ja eigentlich auch ganz gut schon so. Fällt's durch? Sesam, öffne die für die asymmetrische Kacktür, ey. Oh, sorry. Ach so.
Hajimero-Akairu! Sakatsuki? Warum ist der Sakatsuki? Akainu Sakatsuki, ja. Versteh schon. Ich hoffe, die haben eine gute Versicherung, ey. Hier komme ich noch nicht durch, toll. Jetzt komme ich ja noch weniger an Sachen vorbei. Ich komme da gar nicht mehr hin. Doch. Doch. Mein Gott, muss ich jetzt kompliziert laufen, ey. Da, dann da durch. Dann hier hoch und dann ganz links. Jimmy ist da. Cool. Besiege aber erstmal die kleinen Spackos. Ja, Attacke! Ich weiß die ganze Zeit auf meiner Lippe, um was von Nervschwäche nicht sagen kann, aber ich kau die ganze Zeit drauf. Ich kenne ja, wenn es so trocken ist. Oder ist das kalt? Die Lippen dann auch so trocken sind, bei mir lösen sich dann immer auf. Voll lecker, das Sprechteam. Der Angriff ist geil, weil der stunt geht ja mal total. Was war eigentlich gerade los? Irgendwas ist passiert. Ich habe nicht gekriegt, oder? Egal. Oh, da unten ist mein Auto. Ich kann da, egal. Oh oh. Strohhut Whitebeard Allianz. War das nur ein einziger Strohtyp? Ja. Irgendwie wäre das cool gewesen, wenn die anderen Strohhüte auch mit dabei gewesen wären. Aber ich denke, das mit Big Mom wird cool. Mit Big Mom. Allgemein bin ich ultra gespannt auf das, was jetzt im Manga passiert. Wie weit ist eigentlich der Manga auf Deutsch dran? Okay, ich bin umgebracht. Ich werde jetzt eigentlich den Manga auf Deutsch draußen, weil vielleicht kaufe ich mir dann einfach mal die neuen Bände. Muss ich mal gucken, aber der ist bestimmt sauber damit hinterherhängen. Ich gehe mal Moria töten. Ich habe schon 10-mal besiegt. Mindestens. Doppelmann. Du bist mir im Weg. Aha, ich hatte dich geholfen. Okay. Alter, das Super-Tor geht auf. Ja, okay. Der schlägt gerade voll kaputt und dann geht er einfach so ganz normal auf. Bis die mal anfangen im Dunkeln zu leuchten, sich irgendwie cool fühlen. Au, mein Leben. Ich muss mich gerade fast in Wasser gehauen. Wo ist der hin? Boah, ich sehe. Oh Gott. Ich sehe tote Menschen. Oh, wir hoffen, dass ich hinten auch ein paar treffe. Weil ich auch immer vergesse, die ganzen Leute, die wegfliegen, die knallen ja noch gegen da hinten die Leute, die dahinter stehen und dann machen wir auch mal Schaden. Ja, warte schon. Oh, nee! Macht ja nicht. Ich stelle mir das ultra kompliziert vor, dem seine Teufelsfrucht zu benutzen. Boah, wie brutal den hätten umgebracht. Der redet da ultra mit sich selbst. Keine Beweise. Defen. Das ist ein Chest Federbeutel zu schießen. Das sind wir bei Mario Kart. Hoppa. Aber ich stehe mir jetzt sogar. Also die Frucht, die Ekomoria hat, die stehe ich mir sogar ganz cool vor, wenn jemand hätte, der hätte, der irgendwie normal aussieht. Wer der nächste Strohhut mitgekriegt sein wird. Von den Leuten aus da Tresposa würde ich ja wohl keiner sein. So wie aussieht. Finde ich eigentlich ganz gut. Dafür keinen Grund. Ich bin dafür, dass das nochmal eine Frau wird. Und nicht nur zwei Frauen. Au!
Glück, ich hätte den schon besiegt, ey. Was nehmen wir denn? Soll ich mal einen Special einsetzen? Aber erstmal nicht einen Treffer, ich kann doch nichts treffen. Okay. Wenn der jetzt abgehauen wäre, ne? So aufgeregt. Pressio, krasso. Ich schaff den nicht zu besiegen, oder? Nee, scheiße. Oh, jetzt rastet er vollkommen aus. Hilfe! Buggy. Oh, Buggy. What the fuck machst du da hin? Wie kommst du überhaupt da hin? Oh, super. Der war doch gerade immer bei mir. Das wollte ich jetzt auch mal kacken, oder? Oh, jetzt ist er am Absterben. Wie wen kämpft Buggy da überhaupt gegen Mihawk, oder? Nee, der ist ja schon besiegt. Die ging erstaunlich schnell zum Siegen. Oh, Kizaru, ja, als ob, ey, das war nett. Hast du noch nicht viel Leben abgezogen? Obwohl, für Buggy hast du den viel Leben abgezogen. Ein bisschen wehgetan. Ja, zeig dir mal die wahre Macht hier, ey. Oh, hör auf damit! Ah, Kizaru Rush. Nutsch eh viel, viel, viel zu selten. Ja. Ich muss echt diese Rakete öfter benutzen, weil dann kommt der auch aus seinem scheiß Modus da raus. What the fuck? Oh, das war Buggy, ich glaube, was viel klar ist. Und Rakete. Ja, die ist echt gut, die Attacke. Hab bei dem Spaß, die hier. Soll ich einfach? Ich greife den an. Komm, wir hauen den weg. Voll in die Schnauze. Direkt hinterher. Alter, getroffen. Ich wollte gedacht, da wäre Dings hier natürlich. Boah, wie gut ich den getroffen habe von der Luft, ey. Das wäre, wie heißt es? Wie heißt der nochmal? Mihawk, genau. Nur weil er ein Schwert hat. Erste Festungsanlage ist doch schon mit Fisch so gut, dann. Hat er viel Leben drauf, die hat es mir draufgefallen. Jetzt hat er noch mehr Leben. Jetzt ich mal Dings hier weiter besiegen. Bitte aufhören. Der Wipe ist vor allem abkacken. Ist schlecht. Alter, der ist schon mal raus. Aua, wie sagt ihr? Okay. Komm, ey. Finale Gum Gum Super Pistole. Oh, der lebt ja immer noch. Ja! Als ob der dann einfach den Falschen angreift. Aua. Boah, das war schön. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn ich das hier so lange auflade. Dann wird der irgendwie dann voll special, ne? Ich glaube, der fliegt einfach weiter weg, weil der hat den damals nie. Ach, egal, hier was zu essen. Toll, ich will vorher auch von sein. Oh, wer ist denn da oben jetzt? Zum Abkacken. Da hinten ist auch irgendwer am Verrecken. Oh, alle verrecken. Von da oben wurde mir gar nicht angezeigt, oder? Ich habe ihn gesehen, weil ich doof war. Ist das schon wieder Buggy, ne? Was ist der denn? Vor allem, wir sind gleich bei der Schlafmarine fort angekommen. Oder bei dem Schafott oder so. Falls das ist. Ich denke schon. So, Buggy, was machst du hier? Bist du am Abkacken? Hä? Ah, Joey will am Abkacken. Okay, ich helfe ihm jetzt einfach nur, das kann ich selber machen. Und dann renne ich mal da durch, weil da hinten braucht jemand Hilfe. Glaube ich. Müsste eigentlich, weil da ist einer gegen zwei krasse Gegner. Ach, das sind nur so welche. Aua. 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 Sagen, ey, wir machen gut. Ist er tot? Nein, nein. Jetzt aber, okay. Gut, dann ziehen wir so einen Piraten-Captain. Hau ich auch weg. Warum werden die als so krass wichtige Gegner angezeigt? Ich verstehe mir ganz. Soll ich die Priorität haben? Ich weiß nicht. Hau ich einen Gegner mit weg, aber. So. Das haben wir auch.
Was ist denn hier oben dann drin? Da. Mal durch. Jetzt erst das Verrecken. Ist der Render nicht in die Bossgegner rein? Oh, dann bin ich abkackst. Hier hoch müssen wir. Irgendwie. So, Whitebeard ist da vorne, random am Rumsch, die machen wir gar nichts. Wisst ihr einfach. Ja, wisst ihr warum? Oh. Als ob der so groß ist! Was ist das denn für ein Scheiß? Als ob der so groß ist, so groß ist der gar nicht. Ist nur ein bisschen größer als Ruffy, oder nicht? Als ob, der ist einfach größer als... Der ist doppelt so groß wie Ruffy. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich bin jetzt ruhig erwürgt oder so, aber der ist einfach so groß. Der ist nie im Leben so groß, oder? Ich meine, der ist schon groß, ne? Aber nicht so groß, oder? Gewonnen ist im Sieg, glaube ich. Au. Boah, ist ja auch viel Leben verloren. Sollte, wenn du unbedingt die Sunarash aktivieren. Ich will die so tun. Und dann schlage ich ihn tot. Okay, kann man euch ja gerade machen, aber die geht ganz schön ab. Was ist jetzt los? Was ist jetzt passiert? Das nur, weil ich ihn gerade voll in der Wand habe, ich verprügeln bin. Alter, wir haben den richtig kaputt gebellt. Der gar kein. Alter, was macht das wieder? Was ist das für eine Attacke? Warte mal, Y? X, Y? Ja, ich verstanden, schon, ne? Oh shit, wenn man Kizunosh anhat und dann so ein Fleischstück aufsammelt, dann geht er wieder weiter. Das ist ja cool. Oh shit, da hinten ist White Bear im Sterben. Irgendwie nicht, der steht da einfach nur drum rum. Ja, von wegen, ne? Piss dich mal nicht ein. Machen wir mal einfach, bevor er leer geht. Wehe, haut, jemand haut dann aus meiner Angriffsbahn. Passt euch für immer und ewig. Wie der einfach da hinten in die Ecke geflogen. Wir haben es geschafft. Nein. Wieso lascht der so wieder? Der ist nicht fertig. Was passiert? Keine Ahnung. Egal. Ich geh mir unten die Scheiße noch einnehmen. Was ist das? Oh, ich weiß, was das ist. Oder war einfach nur Kanonen abschießen. Oh, wie cool das aussieht. Oh oh. Wir wirklich ein Ziel am Arsch. Oh, wie süß hier einer so noch gegen die ganzen Leute abkämpft. Das ist ja einfach krass gegeben. Ein heftiges Durchhaltevermögen. So eingenommen, okay. Das ist noch rum, ich will immer alles einnehmen. Das ist irgendwie böse an. Ich würde Adolf auch wieder. Der kann mich in der Luft nochmal hauen, bitte. Vielleicht kann ich das sogar, wenn ich so mache, und dann so, und dann so, und dann so. Nee. Weil bei Lüster zum Beispiel ist es so, das habe ich auch jetzt neu gemerkt. In der neuen Weltform, da, also beziehungsweise in der alten Form, da hat er immer Öl ausgeschüttet, wenn man hier den Angriff gemacht hat. In der neuen Weltform legt er da einfach ein, ich glaube, ein Furzdial oder irgendwas hin, also irgendwas, wo Gas rauskommt. Und du kannst dann, die schießt die ganze Zeit, oh geil, und du kannst dann, dieses Dial einfach mitten im Angriff werfen und der wirft das dann da rein und explodiert so in einem riesigen Feuerball. Das ist richtig effektiv und macht sau viel Schaden. Hab ich gelernt. Nico Robin hat in der neuen Weltform, da macht die einen Doppelgänger mit dem Angriff, die den Schaden abfängt, das ist auch cool. Hi Jimmy. Ich lauf die Wand hoch! Das hat nicht funktioniert. Werf mich da hoch. Sehr schön. Gern lange dauert. Warum genau hat Ruffy eigentlich einen Holzbalken mit da hochgeholt? Frage ich mich gerade nur so mal nebenbei. Oder kann ich wieder Fleisch raus? Nein. Aus. Ich reime mal ganz aber ab, Kiji jetzt gegen Böses. In das Fleisch. Oh, boah, das kann. Ich will gar nicht mehr Fleisch. Okay, erst stunnen, dann schlagen und dann verprügeln und umbringen. Ja, geil, das hat überhaupt nicht geklappt.
Für mich bitte den ein. Ich will mir Kizuna-Folge machen, damit ich den aufbrauchen, dann das Fleisch einsammeln kann. Das wäre saugeil. Warum kommt da auf irgendwas Schwarzes? Achso. Ah, ist ja nervig. Ich kann das Ding hier nur einnehmen, sehe ich gerade. Warte mal, kann ich denn einfach mit hier irgendwie im Kizuna fahren? Doch. Seht ihr? What? Wie kann er eigentlich noch einfach mal zumachen? Shit, was ist denn jetzt? Oh, ich glaube, ich mache jetzt schon die Special, oder? Ah, ich komme jetzt voll hier rein. Komm, komm mal runter. Land mal, land mal, land mal. Wer lässt ihn nicht landen? Der fliegt ja in der Luft rum wie so ein Spaß. So, jetzt. Ich bin fast die Zeit abgelaufen. Eigentlich steht Chip, das ist auch viel Zeit. What the fuck? Ach cool, hat irgendwie gar nichts am Schaden gemacht. Soll ich schnell ein Stück Scheiß hier aufsammeln? Weg. Wer muss ich den jetzt besiegen mit dem Dings? Besiege Fressheit mit Ivankov. Bekämpfe mit Ruffy, nachdem du erreicht hast. Was? Bekämpfe mit Buggy. Wow! Das hat mir geholfen. Nein. Ich stehe mal mit dabei. Aber ich denke mal, das fragt sich vielleicht jetzt Akainu, weil er fährt mir mehr oder weniger der letzte Minuten vor. Hat der sich irgendwie gerade regeneriert oder sowas? Ich will mal mit irgendjemand anderem erkissen, da ging auch. Komm, komm! Geil! Eis! In dem Eis, mein neuer Attacke. Ich würde den gerne mit meinem Linksangriff sehen. Aber irgendwie scheint das vielleicht nicht funktionieren. Nein, das hat er. Doch, scheint wohl zu funktionieren. Jasse! Ist hier gerade zu Eis geworden, kurz vorher? Soll ich mich mal aufregen? Ah, ne. Und Territorium direkt mit eingenommen. Und nochmal kaputt getrieben. Jetzt bin ich süß und klein. Na, was sagst du dazu? Jetzt kommt schon Akainu direkt auf die Fresse ab. Voll. Ich hab gerade gedacht, Mouth Ruffy da. Dokyo dake ja ne, Mugiwara no Luffy. Chikara ga ne no nara, sukue ne mon wa ganbatta tte sukue ne yo. Boah, der Typ ist so ein Schrapo. Alter, der ist einfach so ein Titan. Mugiwara Boy! Iwa-chan. Hanase, O-san. Ore wa. Koitsu wa mou juubun yatta. Teyate wo. Hai. Ira ne. Sonna jikan ne yo. Jama sunna. Ace wa ore no sekai de tatta hitori no kyoudai nan da zo. これが助け。オザクだけの異性の塊。若く無様。そういうバカは好きだぜ。 Bin ich jetzt tot? Oh shit. Die Episode ist schon vorbei. やったな。 Ich kriege mein Essen Abschlusszeit. Level 33. Ich glaube, ich kriege gar nicht so. Wow! Das war ja toll. Die alle Level 1. Schlecht. So, was kriegen wir alles? Von dem Spargo Borsalino die Münzen brauche ich. Von Doflamingo bestimmt auch. Aokiji seine Münzen, die brauche ich ganz dringend. Nein, noch nicht. Marco, keines im freien Traum noch ausgewählt. Und das heißt, es geht jetzt noch weiter. Noch ein Marineford-Ding. Hm. Ja. Irgendwie finde ich das dumm, dass die in zwei aufgeteilt haben. Ich weiß nicht, ob man eine machen kann. Naja.
Vor allem, das hier war richtig langweilig jetzt gerade irgendwie. Wenn man also drüber nachdenkt. Ich gucke noch Folgendes, was ich hier machen kann. Wenn ich aussehen kann, das ist schon Ruffy. Münzen verwenden und guck mal gerade so, weil ich hier noch verwenden kann. Habe ich mir bei Nami jetzt sogar. Oh, nur 4 Stück. Scheiße. Ich wollte die Ostenmünzen, oder? Den Typen muss ich auch irgendwie besiegen. Ach, egal. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Part. Ich kriege halt übrigens extrem auf, dass ich jeden Tag nur einen Part aufnehmen kann. Dann kann ich jeden Tag nur ein. Hier so ein Level spielen. Denkt euch Zeit, bis dann.